Wir wurden in eine kleine Stadt eingeladen, um ein kleines Fantreffen zu halten. Doch es kamen aus dem Nichts über 3000 Leute. Trotz Regen, es ist einfach komplett eskaliert. Keiner hat damit gerechnet. Der Bürgermeister der Stadt ist vorbeigekommen. Die Leute haben uns nicht rausgelassen. Es war absolut krank. Die ganze Eskalation, was passiert ist an diesem Tag, jetzt. Sei nächstes Mal live dabei. Hey, Moritz live. Okay, meine Freunde, wir sind gerade in St. Wendel. Daniel ist mit am Start. Moin. Levin ist mit am Start. Was geht? Es warten scheinbar 2000 Leute auf diesem Festival auf uns. Wir sind in einer Mini-Kleinstadt, in einem Mini-Dorf. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich war noch nie im Saarland. Ich bin echt gespannt, was das Saarland so kann. Es wird ein wilder Stream. Wir gehen rein. Oh mein Gott, wir sind jetzt schon 1200 Zuschauer bei Twitch. Ich bin so aufgeregt, ne, irgendwie. Ich weiß nicht warum, ich habe sowas noch nie gemacht. Levin ist auch ein bisschen gestresst, sei ehrlich. Wir haben hier sogar Securities, Leute. Oh, es sind schon ein paar Leute da. Aber es war halt gerade voll am Sturm, deswegen sind alle abgehauen. Sven ist Kameramann, film mich einmal. Look at this dude. Was sind wir? Wo sind wir gelandet? Finn wollte auch heute hier sein, der steht auch überall drin, aber ich muss gleich ankündigen, dass Finn nicht kommt. Machen wir alle Buh, oder? Oh! Was geht, Jungs? Okay. Wo sind wir gelandet? Ist das geil? Also, Finn kommt nicht, obwohl er angekündigt ist und alle denken, er spielt heute Dorfkinder. Das ist so traurig. Die Crowd ist da. Die Crowd ist da. Ich mach zwei Songs und dann motiviere ich euch an. Wo sind wir hier, Bro? Ich dachte, wir gehen in so ein Mini-Dorf. Hier ist niemand. Aber gib Handschlag, Bruder, gib Handschlag. Let's go. Grüß dich, Mann. Meine Mama, mein Papa, meine Schwester und meine Schule. Die ganze Schule wird gegrüßt. Keine Namen wohl genannt. Egal. Wir gehen rein. Oh, Daniel. Oh. Hey, hey, hey. It's Jeremy Fragrance here, the number one fragrance. Das ist nicht ein Dorffest, das ist eine Dorfeskalation hier. Wir haben Real Talk mit 10 Leuten gerechnet oder so, oder, Levin? So viele Leute, die Stimmung ist geil. Ja! Reiß die Scheiße ein! Los! Moritz, der beste Umgang! Reiß die Scheiße ein! Das ist völlig krank. Vor einer halben Stunde hat sie auch runter gemacht. Das habe ich die letzten 12 Monate nicht mehr erlebt. Wirklich. Wir wollten die Leute schon ins Parkhaus schicken. Aber die blieben da stehen. Die haben so abgerockt und so abgefeiert. Jetzt ist wieder alles voll. Die Sonne scheint. Ist das krass. Boah, ich hab sowas noch nie erlebt. Das ist krank. Ich war so lange schon nicht mal auf so Events und so. Das ist krass. Wie viele Leute sind da in diesem Zaun? Moin, mein Lieber! Was geht, Bro? St. Wendel, wo seid ihr? Ja! Bruder, die machen den Zaun kaputt, die brechen den Zaun ein! Da muss ich alles regeln, Bruder. Der sagt gerade so, oh mein Gott, scheiße. Wir reißen den ganzen Zäune ein, was machen wir jetzt? Daniel geht jetzt als Erster auf die Bühne. Wir gucken mal mit der Kamera, wie es aussieht. Ich werde es noch nicht sehen. Du heißt ein bisschen ein und nachkommen wir. Genau, so machen wir's. Oh Gott, da kann ich nicht. Sehr geil. Schau mal, wie krass das ist. Viel mehr als krass ist das. Es ist gottlos. Es hat kein Ende. So gottlos pissen hier, komm. Ich kann hier nicht. Mach es. Und die haben alle so Bock, die Leute sind so geil drauf. Das ist krass, ich hab Gänsehaut. Das ist ultra geil. Das ist ja crazy. Oh, sind gerade nur wegen uns Tats, ja? Alle nur wegen uns. Gehen wir rein, Königin. Na, komm, jetzt komm. Jetzt Sven, nimm die Scheiße. Nimm die scheiß Kamera jetzt. Wir gehen rein. Was geht hier ab? Was geht hier ab, Bruder? Ich dachte, das kommt 10 Leute, Bruder. Geister. Was geht ab? Als der Regen hier da war, wir dachten, es sind vielleicht 10 Leute hier. Aber es sind einfach ein paar mehr Leute hier. What the fuck? What the fuck? Habt ihr Bock auf ein paar Hagams? Let's go! Ist das geil. Ach du Scheiße. Wer hat ein lautes Geschrei bekommen? Alter, ich hab nur Hörsturz. Ihr seid so krank. Ihr seid auch so geil krank. Wir sind das hier gerade live, Freunde. Sagt mal alles in die Kamera. Ist das crazy, Bro. Du, ich seh dich. Da genau du. Ich mein dich. Bist du bereit? Okay. Habt ihr noch einmal zwei Übungen zu machen? 3, 2, 1, 3. Alle runter!
So was habe ich in meinem Leben noch nie erlebt, ne? Okay, lass sie wandern, 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 lass sie Okay. Warte. Wer will es werden? Was, Bruder? Okay, was ist dein Lieblingsfilm von Helga? Okay, komm her. Wie heißt du, mein Lieber? Daniel. Einen großen Applaus! Schwitz dich sehr, Chat. Chat, schwitz dich sehr. Guck mal. Warte mal. Das sieht nicht so aus wie ich. Das bin nicht ich, oder? Okay. Das ist mein größter Traum, seitdem ich spiele. Oh Gott, ist das süß. Okay, Freunde, wir hatten jetzt ziemlich viel Spaß. Aber es gibt auch schlechte Neuigkeiten. Leider. Heute sollte ja auch eigentlich Finne kommen, oder? Ja. Ja. Wo ist Finne? Oh. Er ist leider krank heute. Oh. Einmal zusammen allein. Oh. Ich bin leider krank. Jetzt erwischt. Oh. Bin leider nicht da. Aber, wissen wir. Die Leute sind ein bisschen traurig, dass du heute nicht hier sein kannst. Oh. Wie heißt du auf TikTok? L34.S0PH13. Was ist das Passwort? Hast du dein Passwort auch schon als Username benutzt oder was war das denn? Folgt alle L3B3463. Wir werden uns heute noch den ganzen Tag Zeit nehmen, mit jedem von euch Bilder zu machen. Natürlich. Vielen Dank, dass ihr alle hergekommen seid. Das ist absolut krank. Wir haben damit niemals gerechnet. Guck mal, ich schwitze wie ein Schwein. Ekelhaft. Ich freue mich. Dann wollten wir rausgehen, aber die Leute haben uns nicht rausgelassen. Die ganzen Eingänge waren versperrt. Es waren alle völlig überfordert. Sorry. War das nicht erlaubt? Wir kommen hier gar nicht rauf. Egal, wir müssen ein bisschen eskortiert werden, dann wird schon. Ja. Das habe ich noch nie erlebt, ne? Du musst überlegen, Bro, das sind die Leute hinter den Videos, das ist krank. Hey, ich küsse euer Herz. Wirklich, es ist einer auf die Bühne gelaufen. Also, Saarland ist crazy. Wir haben einfach ganz schnell einen anderen Ausgang freigeschnitten, sind dann einfach dahin gerannt und haben irgendwie versucht wegzukommen. Let's go. Aber wir wurden verfolgt. Oh nein. Los. Irgendwann wurde Sven so belagert, dass das Kamerakabel rausgezogen wurde und der Stream abgekackt ist. Wir sind in der Verfolgungsjagd! Und dann kam noch der Bürgermeister vorbei. Wir haben den Bürgermeister der Stadt auch noch getroffen. Was sagst du zu diesem Aufruhr hier? Ey Moritz, du bist der coolste Sau der Welt. Das ist ein Wahnsinn, was du hier auf die Beine stellst. So was gibt's bei uns aber gerade. Ich habe auch nicht gedacht, dass die Leute hier so krass drauf sind. Das ist wirklich heftig. Wir sind ganz coole Stadt. Junge Leute sind, die schwärmen komplett von dir und deiner Musik, was du machst. Das ist unfassbar. Also ich habe das Saarland völlig unterschätzt. Das ist der Bürgermeister hier. Der Hey Peter ist er. Peter! Der Bürgermeister ist gekommen, weil er gemerkt hat, dass es hier komplett eskaliert. Bruder Peter, Ehrenmann. Mit dem Nokia, wir gehen rein. Let's go! Bruder, will mal Aussteller klauen! Chloe, los! Renn weg! 1, 2, 3, abonnieren! Okay, Freunde, an der Stelle würde ich sagen: Ciao! Ciao, Freunde, das war's vom Stream. Wir sehen uns. Es ist absolut krank gewesen. Haut rein. Wir machen jetzt hier noch Bilder den ganzen Tag. Du hast das letzte Wort. Keine Ahnung, du hast das letzte Wort. Tschüss!